is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Signal zum Verlassen der Großstädte. Wenn ihr nun sehen werdet, das treue Bild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel. Wer das liest, der merke auf. Als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Es dauert nicht mehr lange, bis wir, wie die ersten Jünger damals, gezwungen sein werden, an einsamen und verlassenen Orten Zuflucht zu suchen. So wie die Belagerung Jerusalems durch die römischen Armeen für die jüdischen Christen das Signal zur Flucht war, so wird auch die Machtübernahme unserer Nation, der USA, im Zusammenhang mit dem Dekret über die Durchsetzung des päpstlichen Sabbats für uns eine Warnung sein. Dann wird es Zeit sein, die großen Städte zu verlassen und sich darauf vorzubereiten, auch die kleineren zu verlassen, um einsame Häuser in abgelegenen Orten in den Bergen aufzusuchen. Jahrelang habe ich besonderes Licht erhalten, dass wir die Mittelpunkte unseres Werkes nicht in den Großstädten etablieren sollten. Die Unruhe und das Durcheinander, von dem diese Städte erfüllt sind, die Verhältnisse, die durch Gewerkschaften und Streiks verursacht werden, würden sich als großes Hindernis für unser Werk erweisen. Da versuchen Menschen, Werktätige aus verschiedenen Berufen dazu zu bringen, sich dem Zwang bestimmter Gewerkschaften unterzuordnen. Das ist nicht Gottes Plan, sondern der Plan einer Macht, die wir in keiner Weise anerkennen sollten. Gottes Wort erfüllt sich. Die Ungerechten binden sich schon jetzt im Bündel, zur Verbrennung bereit. Die Gewerkschaften und weltlichen Vereinigungen sind ein Fallstrick. Haltet euch da heraus, Geschwister, bleibt ihnen fern. Wir sollten nichts mit ihnen zu tun haben. Wegen dieser Gewerkschaften und Vereinigungen wird es für unsere Institutionen sehr schwierig sein, in den Städten weiterzuwirken. Unterrichtet unsere Leute dahingehend, dass sie aus den Städten aufs Land ziehen, wo sie ein kleines Stück Land kaufen können und für sich und ihre Kinder ein eigenes Heim haben können. Bald wird es in den Städten solchen Streit und solche Verwirrung geben, dass man sie nicht mehr verlassen kann, selbst wenn man wollte. Wir sollen uns nicht Gott ansiedeln, wo wir gezwungen sind, mit Menschen, die Gott nicht ehren, engen Kontakt zu haben. Bald wird in Bezug auf die Sonntagsbewegung eine Krise kommen. Die Sonntagsbewegung bestärkt sich selbst in ihren falschen Behauptungen. Und es bedeutet Druck auf alle, die entschlossen sind, den Sabbat des Herrn zu halten. Wenn wir uns durch Gottes Führung außerhalb von Städten ein Heim sichern können, dann möchte der Herr, dass wir das auch tun. Es stehen uns schlimme Zeiten bevor. The Lord is coming. Are you ready?